Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute unser mega super cooles Baum. Schau mal rum. Haus? Wie? Wow! Wow! Alles klar. Ich mag Schnitzel ist mit dabei. Hallo? Roblox-Profi. Roblox-Profi. Also Flo ist mit dabei. Er heißt nicht wirklich Ich mag Schnitzel. Sein Name ist ChaosFlo44. Eingetragenes Warenzeichen, nicht wahr? So, komm mal mit. Hier hinten ist mein kleines Baumhaus. Da wollen wir gleich mal anfangen zu bauen. Ich sehe schon, die da hinten haben schon richtig krasse Baumhäuser. Zum Teil, die mega, mega groß sind. Und ich glaube, man kann hier Bienen fangen, oder? Echt? Was? Bienenshop, ich glaube. Doch, ja, wirklich. Du kannst hier Bienen fangen. Und ich glaube, damit kannst du dir irgendwelche Sachen kaufen oder so, wenn du die Bienen eintauschst. Es tut mir leid, Bienen, aber ihr seid ja nicht echt. Was? Mit dem Netz. Du musst das Netz benutzen, was du hast in deinem Inventar. Und dann musst du in den Bienen gehen und dann musst du die einfangen. So, eine noch. Und da hinten ist noch eine. Da wollen wir mal gucken, ob wir die jetzt nochmal ganz fix hier einfangen können. Weil dann können wir nämlich, glaube ich, zum Spawn gehen und irgendwas Cooles dafür kaufen. Gibt es hier ein TP zum Spawn? Ah, so kommt man zum Haus. Ja, perfekt. Alles klar. So kommen wir relativ zügig hier über die Map. Mega cool. Hast du schon mal in einem Baumhaus gelebt, Flo? Riesige Dings, Häuser schon. Ich habe schon 2 Bienen. Warst du schon mal in einem Baumhaus? Ja, früher wollte ich mir ein Baumhaus bauen bei meiner Oma. Aber? Aber ja, dann wurde ich älter und der Baum war auf einmal nicht mehr dann, groß dann genug. Dann ist mein Bart gewachsen und ich wog auf einmal 250 Kilo und dann war ich zu schwer fürs Baumhaus. Hey, wo ist meins nochmal? Ich sehe es nicht mehr. Warte, der da hinten hat ein gelb-blaues. Die haben wirklich schon Farben teilweise, was richtig cool ist. Mein Baumhaus ist hier kaufen. Und... Guck mal, das kannst du vielleicht auch sogar claimen, das neben mir. Die ist der andere, die hat mich gekillt. Wer? Nein, Schwert wirklich? Oh. Echt? Oh oh, ich habe auch ein Schwert im Inventar. Kann man sogar machen. Okay, let's go, Leute. Wir fangen mal hier an. Wir können anfangen mit einem normalen Dropper. Ich frage mich, was wir hier produzieren können. Und für 20 Dollar können wir... Hat es schon angefangen? Legt er schon los hier oder muss ich irgendwo klicken? Er bohrt quasi... Ich glaube, wir produzieren hier irgendwelche Mineralien oder sowas. Irgendwie kann ich dir sagen, hier oben gibt es ein Meganetz. Ein Meganetz. Nee, du kannst hier Upgrades kaufen oder neue Bienen quasi. Ich habe doch schon eine gekauft, oder? Ja, habe ich doch schon. Ich habe doch schon ein Pet hier. Da, zack, equip. Und jetzt bin ich... Ah, guck mal, sie fliegt mir hinterher. Eine Schneebiene. Oh mein Gott, voll süß. Jetzt kann ich schneller laufen, glaube ich. Da hinten ist noch eine, die kann ich eintauschen. Vielleicht kriegt denn ja noch eine andere Biene oder sowas. Hallo, schönen guten Tag. Du siehst ja süß aus. Komm einmal kurz mit. Die hat mir 5 Bienen gegeben gerade. Richtig ich cool. Ich sehe gar nicht so viele Bienen. Ey, ich muss diese andere finden. Die eine, die mich gekillt hat. Ich glaube, die spawnen auch sogar immer so ein bisschen an der gleichen Position. Lass mich mal gucken. Hier, die hat mir 2 gegeben. Ach, du meinst mit dem Schwert, ne? Das ich habe 9. Ach, hier bist du. Hier bin ich. Und? Ja, und was macht die Maschine? Weißt du das? Die produziert Geld halt. Also, achso, die bohrt im Boden irgendwas weg und dann produziert die Geld. So, ja, nächster Dropper. Hierhin. Wie viel Geld brauchen wir als nächstes? 60. Habe ich schon so viel? 46? Okay, 48. Aber ich glaube, es geht jetzt schneller dadurch, dass wir 2 haben. 2 Dropper. Und wir können ja auch ein kleines Stück Käse verkaufen. Glaubst du, alles Käse. Man kriegt Bonuspunkte, wenn ich über einen anderen kill? Nein, das glaube ich nicht. Aber du kannst es trotzdem machen, du kannst dich an ihr rächen. Ich war bei dem anderen Baumhaus vorm Eingang im Busch. Alles klar. Okay, let's go. Wir gucken mal. Upgrader für 80. Was kann ich mir noch kaufen? Einen, warte mal, ein paar Stöcker oder sowas. Wahrscheinlich für 15. Da muss ich jetzt mal gucken, was das hier ist. Hallo? Ach so, ein paar Bäume. Ah, okay, damit es hier ein bisschen schöner aussieht. Hast du schon 15? Geld oder was? Ich habe schon eine ganze Menge sogar. Da ist eine glitzernde Biene. Wie viel? Flo, die hat mir gerade 20 gegeben. Eine was? Biene. Rote geben auch viel. Die hat mir aber, ja, 5, aber die hat mir 20 gegeben. Hier ist eine glitzernde Biene gewesen gerade. Mega cool. Okay, ich brauche nur noch 80. Jetzt kann ich mir hier einen Upgrader kaufen. Und dann gehen wir jetzt mal zusammen Richtung Spawn. Und dann bin ich gespannt, was es noch für Bienen gibt. Ich habe jetzt 28. Die ist eine pinke. Eine pinke? Ja. Warte, da ist eine grüne. Weißt du, wie viel die Grünen geben? Wie wird die Pinken geben? 3 gibt die Pinke. 3 die Pinke und die Grüne, glaube ich, 2. Komm schon! Hallo, willst du nicht mitkommen? Nee, eine hat nur. Die Grüne ist quasi die Standardbiene, glaube ich. Let's go! Hier geht's einmal hoch und wir haben 29 Bienen, die wir ausgeben können. Hallo, schönen guten Tag, Sir. Die hat ein Auto hier. Die hat ein Auto schon? Oh, das packt übrigens rum. 25 Speed? Jetzt kann ich mir hier meine neue Biene auspacken und die equippen. Und jetzt habe ich eine Safari-Biene. Yeah!
Und bin wahrscheinlich mega schnell unterwegs jetzt. Richtig cool. Wo ist mein Haus? Eine grüne Biene. Okay, wir haben wieder 8. Ey, guck mal, bei dir ist jemand. Warte, da ist jemand im Auto. Will die zu mir fahren? Ich glaub. Kommt die... Oh mein Gott. Was ist mit ihr los? Alles klar. Ah, fahr mich doch nicht an, Mädchen. Was ist mit dir los, Rainbow Kitten? Willst du sie umbringen? Flo, was machst du mit ihr? Das war die, die hat mich vorhin gekillt. Ach, die hat dich vorhin gekillt, okay. Dann hat sie es ja verdient. Wir haben schon 350 Geld und ich könnte mir jetzt einen Mega-Dropper kaufen für 80 Robux. Ich weiß es nicht, soll ich das tun? Ich kaufe mir jetzt erstmal hier einen Gartenzaun. Guck mal, ich werde auch aussortiert mit dir. Einen Weg. Für 2000 würde ich mir die Owner-Store schon leisten können. Ja, das kostet alles Robux. Aber eine Leiter. Jetzt können wir quasi schon mal ein Stück weit hoch Richtung Baumhaus gehen. Noch haben wir ja kein Baumhaus eigentlich. Die erste Plattform. Jetzt geht's langsam los. Okay, also wir können die Wände anmalen. Die Wände quasi sind, glaube ich, die... Wie geldest du? Warte, lass ich mal gucken. Hat er das jetzt gemacht? Nee. Was sind... Das hier oben kostet 5, 30 und 30. Natural Nougat. Ich mach mal... So, das Roof. Ne, das Roof mache ich mal dunkel, die Wände mache ich mal medium und den Floor mache ich mal Nougat-Farben. Okay, das müsste passen. Was gibt's noch? Man kann sich auch Farben freischalten für 200.000 Geld. Schnäppchen. So, Treppen. Oh, da geht's nach oben wieder. Hier wieder Treppen. Okay, eine kleine Plattform. Und was ist das? Hör auf, mich zu töten! Und ich Pflanzendekoration. Okay, cool. Was haben wir noch? Wir haben noch 200 Geld. Ein bisschen was können wir uns vielleicht noch kaufen. Ein Zaun. Und jetzt haben wir nur noch 100 Geld. Okay, davon kann man sich doch nicht mehr so viel kaufen, glaube ich. Und eine weitere Plattform. Ich finde es auch witzig. Manchmal sind diese ganzen Plattformen viel günstiger als ein viel günstiger als ein Zaun. Da kostet der Zaun nachher am meisten. Oh, 10.000 haben wir jetzt schon. Also das ging doch ganz gut. Alles klar. Also, was können wir jetzt kaufen? Erstmal die Owner Store. Das ist mir wichtig, damit hier niemand reinkommt, der hier irgendwie was Böses treiben will. Da können wir in den Keller rein. Das wäre cool. Warte, du bist oben. Das heißt, ich kann zu dir kommen, ja? Oh, 1.000 kostet das Piano. Das ist teuer. Hier wieder ein paar Pflanzen. Es geht vom Preis her noch halbwegs. Neue Treppen. Da kommen wir nämlich weiter nach oben. Und eine neue Plattform. Wir kommen immer weiter hoch. Lass mal jetzt nur die Plattform kaufen, okay? So, dass wir hochkommen. Okay. Bei Stairs. Die gehen wieder nach oben. Und das Framework für das Haus. Wände wieder. Was ist das? Innere Wände? Oh, du hast jetzt einen Lasereingang, sehe ich gerade. Ich hab eine Lasertür. Ja, ja, die habe ich mir geholt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Na, ich weiß. Bist jetzt hier leider gefangen. Musst du dich mit abfinden. Ey, die Biene ist so süß neben mir, diese Safari-Biene. Aber komm mal hoch ins Baumhaus, weil ich habe da schon richtig viel gemacht. Ich glaube, das ist echt schön hier. Ich frage mich, ob es irgendwo noch weiter hoch geht. Ach, eine Bibliothek. Ich habe schon eine Bibliothek, genau. Das ist bestimmt das Schlafzimmer hier. Bedroom Interior. Okay, cool. Alles klar. Wir haben immer noch 7.000. Also eigentlich läuft es ganz gut. Ich hole mir mal hier noch den Kram, das wir hierfür brauchen. Easy. Noch hier brauchen wir Leiter. 400. Wo ist eine Leiter? Hier brauchen wir. Draußen? Ja. Kommen wir dann noch höher? Oh, wir kommen noch höher! Yeah! Wo kommen wir da hin? Hä? Ich glaube, der nächste Stock. House Framework wieder. Wahrscheinlich das. Ja, es geht noch höher. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind Wände. Ein Jump-Pad. Wir haben Jump-Pad. Nein, als ob! Oh mein Gott! Guck mal. Ja, warte, wo bist du? Du bist ganz oben. Wie bist du ganz hochgekommen? Du kannst hochklettern beim Baum. Kommt man da durch einfach? Ah! Oh Gott! Hilfe! Ja, alles was schräg ist, kannst du hochlaufen oder hochspringen. Ich versuch's gerade. Ja, ich bin ganz oben. Ich bin bei dir. Alles klar. Mega coole Aussicht. Traust du dich runterzuspringen? Okay, easy. Traust du dich zu springen? Jetzt heißt es, alles oder nichts. Ah nein, hör auf damit! Du hast mich getötet, Flo! Was? Ich komme wieder hoch. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht ein Jump-Pad von unten kaufen kann, aber ich kann mir bald hier diese Woodplanks removen und in den Keller rein. Das wird auch interessant, glaube ich. Damit können wir in den Keller gucken. Und Lichter kaufen? Für 3.500? So viel kosten Lichter? Da bleibe ich lieber im Dunkeln. Oh mein Gott, komm mal runter. Ich weiß, warum der Keller so teuer war. Ey, das ist heftig. Okay, pass auf. Ich glaube, ich muss nochmal Robux ausgeben. Nein, die will mich killen. Warte mal. Das Mädchen schon wieder, oder was? Ja. Okay. Okay, ich habe 10.000. Wir müssen entscheiden, was wir wollen. Was kann man sich davon kaufen? Ein Ballonschwert oder ein Schwarzmondschwert? Was würdest du eher kaufen? Schwarzmond mach. Schwarzmond. Das ging richtig cool. Oh, das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott.
Ja, das ist mega cool. Guck mal in den Keller. Komm mal runter und guck dir mal den Keller an. Warte, ich geh erstmal nach oben. Und dann versuche ich auch mal runter zu springen, ohne dass du mich umbringst. Ein Jump Pad für 300 wieder. Kannst du mir auch machen? Muss ich sie selber holen im Keller. Kannst du die holen? Ein Balkon. Eine hängende Plattform. Und eine... Warte, komme ich da rüber? Nein, no way! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir sind da gerade rüber geflogen. Richtig cool. Warte, was? Ja, hier ist so eine Hängeleine. Du musst dir das mal angucken. Ah! Das ist ja übertrieben krass. Komm mal her, Flo. Ich komme nicht rein, ich bin ausgesperrt. Du bist... Oh, ach so. Entschuldigung. Habe ich dich... Ja, warte, ich mach auf. Es tut mir leid. Okay, komm rein. Aber das Ding ist, ich will nicht... warte, wie kriege ich das jetzt hier? Mit der Karte 2. Ah, mit der Karte? Ah... Das ist ja spannend. Garage kannst du kaufen. Oh, wenn jetzt zu. Ja, alles klar. Hier kriegst du die Autos. Da krieg ich die Autos. Aber ich habe noch keine 3000. Da müssen wir noch mal einen kleinen Moment warten. Aber komm mit, ich will dir die Sache zeigen. Minecraft. Das ist der Keller, genau. Oh, das brauchst du. Das kannst du dir ja nehmen. Hast nee, du das schon? Schwarze. Hast du es schon? Du musst im Inventar, hast du es eigentlich denn? Genau, ganz genau. Oh, Feuerdach, ein Schwert steht auch cool aus. Verdient hast du das! Verdient! Okay, ich werde aber jetzt wieder... Okay, du hast aber fast mehr schon als diese andere da, diese Belle-Muni-Kral. Ja, das ist cool. Es gibt nur eine, die hat mehr als du und die hat 33.000 Dollar. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Rainbow Kitten, 1.108. Ja gut, alles klar, gut. Das Ding ist, ich würde mir auch gerne neue Farben kaufen, weil ich glaube, das ist zu teuer. Was kann man sich Nein, holen? Nein, ich meine Sense weg. Pink. Egal. Für 50.000? Sind die verrückt? Das kann man sich schon für 5.000 holen, die Farbe. Aber das ist halt richtig teuer. Ich glaube, das ist die eine, die das bunte Baumhaus hat da hinten. Die jetzt wahrscheinlich schon seit 100 Jahren das ganze Spiel spielt. Oh. Oder wer weiß, wie viele Robux. Ich weiß, was ich machen kann. Kommst du zurück in mein Haus? Ich kann mir eine kaufen, ja? Mit der ich Jump Boost kriege oder höher springen kann. Und dann kann ich einbrechen. Okay. By Entrance. Okay, Entrance. Mach das. Ich komme gleich wieder Bienen fangen mit dir. Aber ich möchte Ey, die Rest nimmt dir, die Haus verkauft, glaube ich. Ja? Ach so! Oh nein, Flo, ich bin so doof. Was denn? Oh nein, ich habe nicht gemerkt, dass man hier mehr Geld produzieren kann. Deswegen war ich auch so arm die ganze Zeit, weil ich das nicht hatte. Oh. Oh, warte, kann man das hier auch nochmal machen? Couch und Tisch, das hier, vielleicht da? Ja, mach's mal jetzt. Nee, obwohl, hier ist nur Fireplace, also nur so ein Kamin. Das sieht mega schön aus hier. Oh mein Gott, das ist ein richtiges Luxusbaumhaus, was wir hier haben. Kaufe einen neuen Dropper, okay. Okay. Siehst du mich in der Mitte? In der Mitte? Nee, wo bist du? Oben. Ach, oben in der Mitte. Ja, ich sehe dich. Was machst du da? Ich muss gerade rum. Ja, hi, ich sehe dich. Man kann sich hier halt ganz viele neue Sachen kaufen, aber ich habe das nicht gemerkt gehabt. 5.000 haben wir noch. Können wir noch irgendwas investieren hier? Ein Dach für unser Haus? Ja, das ist schon mal ganz notwendig eigentlich. Ich richte jetzt erstmal das Haus ein. So, wir richten erstmal, da sind die Türen, die wir gekauft haben. Hier, das Zimmer ist auch schon fertig. Das ist auch schon fertig. Was haben wir hier noch? Das Badezimmer. So, dass man hier auch leben kann. Okay? Richtig cool. Ich hab gesehen, das sieht richtig cool schon bei dir. Oh, warte. Ich kann sogar duschen. Wir können sogar duschen, aber ich mach wieder aus, damit das Wasser nicht verschwendet wird. Ich hab dich schon wieder gekillt. Du hast dich schon wieder gekillt? Aber das ist die okay. Warte, kann ja, jetzt höre ich auf. Ich kann sogar auf die Arme, Mann. Lass sie mal in Ruhe, Flo. Ich spiele PvP. Du machst... Ja, alles klar. Viel Spaß mit dem PvP. Okay, jetzt komme ich zu dir. Zeig mal, was du alles neu hast. Wir können einmal gleich das ganze Baumhaus angucken, so weit wie wir es jetzt haben, wenn du willst. Ich glaube, hier ist das Piano jetzt. Ich glaube, ich habe sogar dann schon die Garage. Aber es fehlen noch Autos. Oh nein. Ja, kauf dieses Auto. 2000. Das ja? Hüpft richtig rum. Okay, hier haben wir jetzt erstmal das. Aber das wird wahrscheinlich richtig teuer sein. 25.000 kostet das Auto. 25.000? Oh mein Gott. What? Und so ein anderes Auto kostet 75.000. Es ist nicht ganz billig. So 2.000 habe ich wieder. Hier kann ich, für 2.800 kann ich mir das Dach kaufen. Was hast du für eine Biene da, Snowbee? Ja, ja, die schnell macht. Ah, okay. Da kommen schon grüne Erze für dir. Wo ist meine Biene? Ist sie weg? Equip. Die war weg, wo auch immer die gerade war. Okay, lass nochmal Bienen fangen gehen. Mal gucken, was wir noch so Cooles kriegen hier. Ey, da hinten ist eine. Wo hast du eine Galaxy gefunden? Wo habe ich was gefunden? Galaxy-Biene. Eine Galaxy-Biene? Du hast ja vorhin eine glitzernde, hast du gesagt. Eine, ja, eine glitzernde war da. Aber die, also nicht so Galaxy-mäßig, sondern einfach nur so sparkling so ein bisschen, weißt du? Die war einfach vor meiner Tür.
Weiß ich nicht. Die hat mir ganz viele gegeben. Das war voll cool. Aber ich glaube, die nächste Biene kostet irgendwie 50 oder sowas. 50 Bienen. Ah, eine pinke Biene! Ich habe eine gefunden. Die gibt mir 3, oder? Und zack, komm mit. Yes, cool. Was ist da los? Kann durchs Wasser laufen? Ah, hallo, guten Tag. Stimmt. Der Fische, Fische, oh, überall. Ich glaube, das ist der Hauptdings, wo du am meisten Bienen kriegst. Hier wohnen die Bienen. Ich verkaufe dir für 10 Geld irgendwie einen Fisch oder sowas. Und jetzt lass mich allein. Aber ich will gar keinen Fisch kaufen. Ja, stimmt, da wohnen, glaube ich, echt die Bienen. Das ist gut möglich. Der bringt mir 2, oder? Ja. Hier ist das Baumhaus von dem Mädchen, die richtig weit ist, aber die steht wirklich AFK im Geld rum. Wo bist du? Hier, siehst du mich? Nö. Wo bist du? Da, wo Bienen oben sind, bei so einem größeren Baum. Ich sehe dich, glaube ich, oder? Bist du hier mit so einer Leine hochgedingst? Ja, ja, ja. Ah, da bist du bestimmt hier oben irgendwo. Man kann richtig cool an diesen Dingern rumgleiten. Das ist mega. Oh, du bist in einem anderen. Aber guck, du siehst mich, glaube ich. Guck dich mal um. Bist du auf der anderen Seite? Warte. Richtung Blau. Richtung Blau. Ach, da hinten! Hi! Sind da Bienen oben oder was? Ja, aber... Ah. Ja, da kommen immer neue. Ja, richtig cool. Warte, ich geh mal weiter zu den anderen und guck mich hier nochmal um. Oh yeah! Das ist mega cool, hier dran rumzufliegen. Zack, da sind wir schon. Und da geht's noch weiter hoch. Ah! Nicht runterfallen. Ich hab die legendäre Biene gefunden. Die glitzernde. Nein, wirklich? 20, ja. Yeah, voll cool. Ich habe 25 jetzt gerade. Und hier ist nur eine Einerbiene leider. Ah ja, gut, nehme ich mit. Nehme ich mit, die Einerbiene. Ach, weißt du was, dann bleib doch oben. Wenn du nicht willst, dann bleib doch da oben. Moment, da steht das Auto rum. Kann ich jetzt ihr Auto klauen? Kann ich das... Nein, Rainbow Kitten will das nicht. Doch, ich konnte sitzen. Lass mich drauf sitzen. Ah, nein, ich werde wieder runtergeschmissen jedes Mal, wenn ich mich drauf setze. Gerade schade Schokolade. Na gut, alles klar, Leute, wir gehen jetzt nochmal rein. Wie viel Geld haben wir? 10.000 knapp. Können wir uns dafür den Pool kaufen? Wisst ihr noch, wie viel der kostet? Ich will unbedingt einen fliegenden Pool haben. Das ist eigentlich so alles, was ich will. Ey, ach, auf diesem Dings, was runterhängt, ist der Pool. Ja, was kostet der? Ja, 1.500 nur. Plus noch ein Dach dazu. Oh mein Gott, okay. Okay, ich habe einen fliegenden Pool in meinem Baumhaus. Oh, das ist absolut das beste Baumhaus, in dem ich je war. Ey, ganz ehrlich, wenn ich in so einem leben könnte, ich würde alles dafür geben, glaube ich. Mega nice. Okay, pass auf. 4.000 Geld können wir noch ausgeben. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz hoch und kaufe nochmal die anderen Sachen, damit wir hier jetzt alles haben. Soweit eigentlich ganz in Ordnung soweit. 800 habe ich jetzt nicht mehr, aber wir haben eigentlich mehrere Etagen vom Baumhaus. Wir haben verschiedene Balkone, richtig viele verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Keller und alles. Mega cool. Freunde, das war's mit unserem kleinen Baumhaus. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Schaut bei Flo vorbei. Ich bin hier vorne bei meinem Baumhaus am Eingang. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem neuen Video morgen um 15 Uhr. Bis dann, euch allen noch einen wundervollen Tag. Geh weg, du wagst es nicht. Und hasta la paz.